sind geblendet. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind mal wieder unterwegs. Einigermaßen in the mood for vlogging und unterwegs, ja genau. Nicht mehr zu Hause. Nicht zu Hause. Es reicht langsam mit zu Hause, oder? Schon. Ja, wir sind im Belgischen Viertel unterwegs auf dem Le Bloc Festival. Das heißt, heute haben die ganzen Boutiquen, kleinen Stores im Belgischen Viertel halt so ja, besondere Aktionen und man kann halt überall ja auf jeden Fall reingehen. Es gibt überall was Besonderes, vielleicht Rabatte oder ein Eis gratis oder so bei dem schönen Wetter. Goodie Bags. Goodie Bags sowieso. Genau. Wir haben gerade schon unsere ja, also eigene Jutebeutel mit einem Siebdruckverfahren bedruckt. Ja, blenden wir euch jetzt mal ein. Ja, so, mal, genau. Wie das geht. Das könnt ihr mal sehen, wie das funktioniert. Macht doch voll Spaß. So, was sagst du dazu? Ja, ich versuche jetzt mal, ob ich das so professionell hinbekomme wie du. Ich hatte Glück. Und jetzt gehen wir in einen Yoga-Spa-Tempel und dürfen uns mal anschauen. Das ist genau dein Thema, Schatz, oder? Ja, unbedingt. Ich liebe ja so. Und dann dürfen wir uns mal anschauen, was da so schön da ist. So machen wir das. So machen wir das. Wir zeigen uns das aber, insofern wir dürfen. Insofern wir aber dürfen. Ich glaube, das ist kein Problem. Ja. Und die liebe Lea ist übrigens auch mit dabei. Ja, hallo! Hallo! Auch da! Unkontrolliertes Hallo rufen, das hatten wir heute schon mal in der Insta. The Woo Girls. Ja? Genau, ja. Ich bin so froh, dass ihr wieder da seid. Ja, danke. Und wir freuen uns auch auf Band festhalten. Ja, das freut uns auch. Ja. Ich verlinke euch Leas YouTube-Kanal mal unten. Ja, unbedingt. Unbedingt. Sie macht nämlich hauptsächlich immer noch Bücher. Immer noch Bücher, ja, ja. Bücher. Also wenn es noch Leute unter euch gibt, die lesen, kennt ihr, ne? Von früher. Ja, das, wo man das aufschlägt und diese Buchstaben. Und Buch in der Hand Kindle. Und so. Ja. Nein, nicht Kindle. Kindle das war falsch. Nee, 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 nee. Also, wenn euch das klassische Buch interessiert, schaut auf jeden Fall mal bei Leas Kanal vorbei. Sie liest ganz viel für euch und empfiehlt euch die passenden Bücher. Unbedingt, ich lese nur für euch. Nur für euch. Gerade im Five, das ist ein Store für Interior, Naturkosmetik und man kann dort auch Yoga und Spa-Treatments machen. Ich bin ultra geflasht von dem Laden, der ist einfach nur wunderschön eingerichtet. Man kann dort übrigens auch Aerial-Yoga machen, so einmal langsam aussprechen, also das in diesen Tüchern, wo man so rumfliegt. Finde ich mega cool und wenn ihr auf jeden Fall sowas sucht in Köln und auch euch für Naturkosmetik interessiert, dort werdet ihr auf jeden Fall fündig. Was erzählt ihr denn da? Ich hab vergessen Play zu drücken. Ich hab vergessen Play zu drücken. Okay, beim zweiten Mal klappt es immer besser. Ja, erzählt mal was Interessantes für die Leute. Ja, ich wollte jetzt erzählen, dass wir jetzt in der Modenschau sitzen. Natürlich in der Front Row und wir gucken uns jetzt mal an, was so uns vorgesehen wird, was die Trends zu sagen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin mal gespannt, ob es vielleicht eine schöne Weste für mich gibt oder so für nächstes Jahr. Ja. Möchte ja noch eine oder die andere wieder kaufen. Ja, genau. Das heißt, dann müssen wir eventuell noch mal in den Herrenboutique, alles klar. Insofern mal schaffen, ne? Weil Hunde. Wir haben doch keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Aber wir warten jetzt auf die Modenschau.
schnell geht's und wir sind wieder zu Hause. Tag ist rum. Tag ist rum, nein, noch nicht ganz. Daniel kocht fleißig. Was haben wir denn überhaupt? 18.30 Uhr, halb sieben. Der Mann ist ja unfassbar. Und ich habe hier so einen scheiß Pickel. Egal. Daniel kocht uns gerade feinstes Essen. Newton Bauerntopf. Schön deftig. Nach so einem Tag brauchen wir was Vernünftiges. Oh ja, wir haben jetzt richtig Hunger. Wir waren zuerst im Überlegen, ob wir uns dort irgendwo was zu essen holen sollen. Oder aber auch Frittenwerk stand ganz groß auf der Wunschliste. Auch immer, wenn man Hunger kriegt, kennt ihr das? Diese Versuchungen überall. Aber der Kühlschrank ist voll und das ist eigentlich Blödsinn. Dann nicht einfach nach Hause zu fahren und zu Hause vor allem zu die Entscheidung haben die Hunde entschieden, weil ja, wir dann dachten, jetzt wird es Zeit nach Hause zu gehen, weil die Hunde mal raus müssen. Und deswegen haben wir auch nichts gegessen. Hunger! Ja, die Hunde haben ja auch Hunger. Den mache ich jetzt auch mal was zu essen. Schnubbi, da. Da ist Schnubbi. Oh, Jesus. Lecker. Du hast dicken Hunger, ne? Du hast Hunger, Mädchen, kann das sein? Komm hier. Möchtest du? Kriegst Paprika. Unvernichtet. Aber hey, die hat sie mal gekaut, wenigstens. Und eine Möhre. Dieser Hund könnte auch Vegetarier sein, definitiv. Bitte nam nam. Bitte auch nam nam. Wir kriegen nam nam. Ja, der hat schon vorhin in der Schüssel geleckt. Oh. Okay, gut. Gut. Ganz kurz, wir sind ja zurück vom Le Bloc und ich mache schnell ein Unboxing mit euch. Ich habe eine Sache gekauft. Ich habe ein Kleid gekauft. Aber ich zeige euch erstmal, was so in der Goodie Bag war. Zu meinem Kauf beim Kleid gab es etwas geschenkt. Und zwar von Rituals, wie man schon unschwer erkennen konnte. Das Ritual of Karma. Das ist ein Duschschaum, Holy Lotus and Organic White Tea. Ich glaube, ich noch nie ausprobiert die Serie, aber ihr wisst ja, ich bin ein riesen Rituals-Fan, von daher hat mich das sofort angesprochen, finde ich mega geil. Es ist zwar nicht so, dass wir irgendwie noch 3000 gefühlte Duschgele aufbrauchen müssen, aber es ist nicht schlimm. Werde ich auf jeden Fall definitiv austesten. Und dann habe ich hier so einen Jutebeutel bekommen. Wir waren ja einmal auch in dem Flow Seeker, heißt die Boutique. Und Flow Seekers, Entschuldigung. Und da haben wir selber Siebdruck gemacht. Nämlich diesen Jutebeutel halt mit dem Logo von denen halt selber bedruckt. Das fand ich voll cool, das hat echt Spaß gemacht. Bei mir ist es so ein bisschen Shabo geworden. So in der Mitte seht ihr das, da ist die Farbe nicht so richtig durchgekommen. Aber es fanden alle ziemlich cool. Also eigentlich war es ein Fail, aber es ist irgendwie ein cooler Fail. Von daher habe ich definitiv jetzt ein Unikat. Dann waren wir ja im Five in diesem Store, wo es halt auch Naturkosmetik und Interior gibt und was ein Spa ist und wo es auch Yoga, also wo man halt Yoga machen kann. Und die haben uns, das ist so unfassbar nett, ein holistisches Naturkosmetik-Spa zum Ausprobieren geschenkt. Also einen Gutschein. Das finde ich unfassbar geil und die waren wirklich sowas von nett. Ich finde das Konzept wirklich mega cool. Also wenn ihr Kölner seid und euch auch so für Spa oder für Naturkosmetik interessiert oder einfach nur mal hingehen wollt, einen Tee trinken und mit denen schnacken wollt, das haben sie uns auch gesagt, dann geht auf jeden Fall mal gerne zu denen. Wirklich unfassbar toll. Also richtig toller Laden und dann habe ich ja noch die Gelegenheit, das Treatment mal auszuprobieren. Und es war ja auch eine Ausstellung heute dort von der Damaris Odenbach. Das musste ich jetzt mal kurz ablesen. Und da haben wir halt eine so eine Postkarte bekommen. Die Ausstellung ist echt wirklich mega cool und sie machen das halt öfter, dass sie dort Ausstellungen auch haben. Und bei der Künstlerin ist es halt so, die baut Modelle und fotografiert diese Modelle dann ab. Also das sind quasi so ein bisschen so simulierte Lost Places, aber es sieht wirklich... da hat jetzt jemand ein Fenster aufgemacht. Sieht aber auf jeden Fall wirklich mega cool aus. Also das Verrückte ist, sie zerstört diese Modelle, nachdem sie sie fotografiert hat. Was ich total krass finde. Wir haben uns darüber unterhalten und Daniel meinte noch so, oh, ich könnte das gar nicht, weil ich wäre voll traurig, wenn das Modell dann auf einmal kaputt ist und nicht mehr da ist. Aber ja, man kann wahrscheinlich auch nicht unendlich Modelle sammeln. Und was macht die Person da mit diesem Fenster da oben? Es blendet mich. Egal. Dann ist natürlich dabei das Tag-Nacht-Magazin. Das ist ein Gastro-Guide. Das finde ich mega gut, weil wir essen ja gerne. Und natürlich die aktuelle Stadtrevue ist auch wirklich ein super cooles Magazin. Wenn ihr Kölner seid, dann schaut euch das auf jeden Fall an. Da sind alle Tipps drin, alles, was man so mitmachen soll. Hier ist noch mehr Werbung von Dingens. Ich habe mir auch den Yoga-Plan mitgenommen, weil vielleicht gehe ich da echt mal Yoga machen. Das war es dann eigentlich schon. Aber hier, hoppala, ist noch eine Tüte, die bei der Modenschau stand. Da gucken wir auch nochmal rein.
Ich glaube, es ist alles nur Lesbares. Nichts super Spektakuläres, aber wir packen sie einfach einmal aus. Was haben wir denn hier? Nochmal Stadtrevue und das ist das Compagnon. Kenne ich gar nicht. Zeitschrift. Ich werde mich mal durchblättern. Also zu lesen habe ich jetzt auf jeden Fall einiges. Und es sind noch Flyer. Flyer und ein Kondom. Flyer, Werbung und ein Kondom. So viel zu Goodiebag. Ist jetzt natürlich nichts Besonderes, aber es geht in allererster Linie einfach halt darum, dass man einfach so ein bisschen auf die kleineren Boutiquen aufmerksam macht, auf das Viertel halt generell. Und ich finde es einfach mega cool, was sie jedes Jahr dort aufziehen. Wenn ihr es also dieses Jahr verpasst haben solltet, es ist immer so ungefähr Anfang Juni rum. Haltet da mal vielleicht die Augen offen. Es ist wirklich einiges los im Belgischen heute und also heute jetzt noch, wenn ihr das seht, ist es natürlich schon vorbei, aber es ist wirklich immer sehr, sehr, sehr cool gemacht. Ihr kriegt überall was zu trinken, kleine Häppchen, Rabatte, es ist auch ganz viel Musik abends und ich finde es halt wirklich cool, dass man so abseits von diesem Mainstream, den man halt kennt, so auf der Hohe Straße, Schildergasse und so weiter in Köln oder halt auch in irgendwelchen Einkaufszentren, kleinere Designer und kleinere Boutiquen einfach unterstützt. Natürlich ist es immer auch ein bisschen hochpreisiger, das ist klar. Aber wenn ich mir Sachen mittlerweile selber kaufe, dann lege ich halt auch gerne Wert auf ein bisschen mehr Qualität und unterstütze da auch gerne mal ein kleineres Label. Das ist halt so eine Geschmackssache, würde ich sagen. Ah, hier zum Beispiel Befeni, die waren auch mit dabei und hatten vor allem halt Hemden und ich sehe jetzt gerade, dass das halt wirklich so ein Laden ist, der Maßhemden herstellt. Das ist definitiv was für Daniel. Das ist jetzt bestimmt das Interessanteste. Das ist das Kleid, was ich mir in der Boutique Belgique mitgenommen habe. Lea war eigentlich die treibende Kraft. Sie sagte, Sarah, du ziehst jetzt auch was an. Und was macht Sarah? Zieht ein Kleid an und das Kleid passt auch noch. Ich zeige es euch jetzt auch gleich mal angezogen. Ich habe es auf dem Bügel gesehen, dachte dann so ML, okay. Aber dadurch, dass es halt überall wirklich so Gummizug hat, dachte ich so, probieren kannst du es ja mal. Mehr als nicht reinpassen, kann ja nicht passieren. Und ja, es hat halt gepasst und wie ihr seht, ich liebe dieses Kleid. Es ist so schön. Ich habe es angezogen und ich dachte mir so, oh mein Gott, das ist so schön. Ich glaube, ich muss es einfach nur mitnehmen. Da sieht man halt auch nochmal so, Größen ist halt auch nicht immer alles. Ne? Es hat jetzt 59 Euro gekostet. Finde ich wirklich voll fair. Es ist wirklich ein ganz toller, toller Stoff. Und es ist einfach nur so wunderschön. So, der Hunger hat, hat gesiegt. Ich habe schon stark vergessen, euch das Essen noch zu zeigen. Happy findet es auch wirklich mega gut. Aber ja, das ist so the food coma. Also wir futtern uns jetzt hier schön eine Portion Bauerntopf rein. Und dann werden wir nur noch entspannt schlafen. Schlafen? Ja, nach dem Essen Nickerchen machen. Ne? Ja, Nickerchen machen ist schon geil nach dem Essen. Ja. Auf jeden Fall. Aber wir werden noch ein bisschen Serien gucken. Und uns ärgern, dass jemand unsere Einfahrt zugeparkt hat. Falschparker dort stehen, wir kommen nicht mit dem Auto raus, um mit dem Hund spazieren zu gehen. Jetzt denkt sich jeder, warum braucht ihr ein Auto, mit dem Hund spazieren zu gehen? Wir müssen erstmal dorthin fahren, also aufs Feld, wo wir immer spazieren gehen, weil dort ein Wald. In den Wald, ja. Weil Hunde und Asphalt, das ist nicht so cool. Und nee. Ja. Jetzt kommen wir natürlich nicht raus, weil der falsch parkt. Und zum Glück hat der deutsche Staat dafür nicht wirklich was vorgesehen, außer ein Läppsch. Knöllchen so. Von 20 Euro oder so. Interessiert doch kein Mensch mehr heutzutage. Also Leute, bitte, wenn ihr Autos habt und wir verstehen total, dass die Parksituation in der Innenstadt echt brutal angespannt ist, aber trotzdem, wir bezahlen ja extra Geld für eine Garage und es ist einfach mega nervig, wenn man da nicht rauskommt mit seinem Auto. Und es ist auch vollkommen egal, was man vorhat. Also wenn man jetzt morgen einen Termin hätte oder sonst irgendwas, scheißegal. Also es gilt halt wirklich nur echt irgendwie super krasse Notfälle oder so. Aber ich finde es halt einfach asozial, dass einem dann im Prinzip halt, selbst wenn wir jetzt irgendwas heute Abend noch vorgehabt hätten, wären unsere Pläne einfach mal von irgendeinem, Entschuldigung, Vollidioten zunichte gemacht worden, weil der jetzt meint, stell mich in eure Einfahrt, weil ich keinen Bock habe, irgendwo um die Ecke zu parken. Weil Parkplätze gibt es hier in der Tat immer genug. So geil waren heute. Oh, was? Richtig Sommerfeeling. Oh, es macht gerade eine kleine Tour durch den Garten. Wir sind schon total glücklich. Seht ihr das? Der Rasen wächst schon. Wir sind mega froh. Und er auch auf jeden Fall. Und bei dem herrlichen Wetter ist es natürlich noch viel schöner, dass es jetzt langsam schön wird im Gärtchen. Es war an diesem Sonntag für uns tatsächlich gar nicht so viel los, weil wir ja arbeiten mussten. Also wir arbeiten halt, wenn alle anderen frei haben und das Wetter genießen. Gut, wir könnten es auch sicherlich anders planen.
aber ich musste noch mein Video drehen. Wie ihr seht, es ist auf jeden Fall ein sehr farbenfroher Look geworden, ein Make-up-Tutorial. Falls euch das interessiert, verlinke ich euch das ganz gerne. Und Daniel hat sich ein bisschen mit Zocken beschäftigt. Spatzi, was spielst du? Keine Werbung für Spiele. Keine Werbung für Spiele? Ja. Er spielt auf der PlayStation Horizon. So, jetzt habe ich alles falsch gemacht. Ja, das ist alles voll Werbung. Und wir machen uns jetzt nochmal einen Teller Spaghetti warm von gestern. Das Beste. Das ist eigentlich die Spaghetti am nächsten Tag, oder? Ja, ich habe nochmal gut durchgezogen und dann ist die doppelt. Ja, wie? Genau. Die ziehen wir uns jetzt rein und ansonsten passiert dann heute auch nicht mehr wirklich viel. Ich werde vielleicht auch ein bisschen zocken. Mal schauen. Ich zocke nämlich übrigens Sims, falls das noch irgendjemand zockt. Heutzutage ist ja so ein bisschen 90er. Aber ich zock das noch, ja. Und in diesem Sinne, ja, Küche könnte ich auch mal wieder aufräumen. Mache ich vielleicht später noch. Und ja, morgen ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Tag. Da werden wir euch auch mitnehmen. Denn morgen geht es für uns zum Notar für unsere Firmengründung. Also würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Guten Morgen! Es ist Montag. Wir sind mal wieder unterwegs. Und zwar in die Innenstadt zu unserem Notar. Denn heute eröffnen wir unsere Gesellschaft. Genau, yay. Das wird auch jetzt Zeit. Auf jeden Fall geht es hier wesentlich schneller als in Luxemburg. Ja, also es lag tatsächlich dieses Mal an uns, dass wir es nicht schneller hinbekommen haben, weil wir einfach so viel um die Ohren hatten im Mai, dass es irgendwie nicht wirklich wesentlich schneller ging. Und es gab auch noch ein paar Fragen zu klären und so. Aber jetzt steht der Gesellschaftervertrag und dann werden wir gleich mal unterzeichnen gehen. Hoffentlich. Und wieder also, viel Geld ausgeben. Ja, viel Geld ausgeben, aber... Geld, das ja dann wieder an uns zugutekommt, sagen wir mal so. Ja, total spannend auf jeden Fall und wir freuen uns definitiv. Dann stehen diese Woche noch ein paar andere Termine an und dann nehmen wir euch auch ein wenig mit. Und jetzt fahren wir erstmal. Wow. Immer schön die Fußgänger überlassen. Natürlich. Jetzt fahren wir aber erstmal in die Innenstadt. Ja. Mettbrötchen, ja, das wär's jetzt. So, wir sind schon wieder zu Hause, so schnell geht das. Das sind unspektakuläre Termine, so von 10 Minuten ungefähr. Also wieder umgezogen, T-Shirt, ja, zu warm. Ja, es ist viel zu warm. Ja. Ja, obwohl es heute zwar schon gewittert hat, aber es ist echt sowas von schwül warm einfach nur. Deswegen haben wir uns direkt wieder aus den schicken Business-Klamotten rausgeschält. Und jetzt machen wir erstmal ein bisschen Frühstück auf dem Balkon, bevor es dann weiter an Papierkram geht. Papierkram. Oh, mega spannend. Ist total aber muss auch gemacht werden, weil sonst hat man Chaos und Chaos ist scheiße und scheiße mag ich nicht. Genau. Okay, das ist ein bisschen zu viel, das ist gut. Sorry, Leute. Nachdem wir jetzt den ganzen Tag Papierkram gemacht haben, den ganzen Nachmittag, machen wir noch ein bisschen was Aktives, weil wir waren nämlich noch im Baumarkt, haben viel zu viel Geld ausgegeben für Blumenkästen und Blumen und natürlich auch noch für andere Sachen. Daniel hat sich noch ein bisschen neues Werkzeug geholt und die pflanzen wir jetzt noch ein. Es ist zwar schon irgendwie fast 9 Uhr, aber ist ja egal. Im Sommer ist das ja wurscht, es ist ja noch hell, so einigermaßen. Daniel ist jetzt gerade im Keller und holt noch die restliche Blumenerde. Oh, was machst du da? Ja, Chaos. Chaos im Chaos. Chaos. Ja. Blumenerde suchen. Ich will meine Stockscheiße. Ach nee. Also ist kaputt, guck mal. Oh, Mist. Ich will meine große Werkstatt wieder, ich will meinen großen Keller wieder. Scheiße so, ich hab keinen Platz hier. Nur am Meckern der Mann, ich sage es euch. So, da sind die Blümchen, das sind die drei Kästen und das ist noch der große Kasten hier oben. Wir haben uns entschieden, alle vier Kästen unterschiedlich zu machen. Finden wir schön. Und jetzt natürlich viel gießen und dann kommen sie an ihren Platz. Hallo, es ist Dienstag und wir kommen gerade
vom Banktermin. Wir saßen mal wieder 2 Stunden bei der Bank. Ich glaube, unter 2 Stunden Banktermin läuft irgendwie bei uns gar nichts, witzigerweise. Ja, Geschäftskonten sind eröffnet. Also beziehungsweise erstmal nur eins natürlich. Warum ist noch ein anderes Geschäft aufgenommen? Ja, man weiß es ja nicht. Ne? Also eins reicht mir auch. Man braucht ja viele Standbeine, um sich abzusichern. Ja, ja, aber nein, ein Geschäftskonto reicht. Eins reicht. Ja, und jetzt warten wir noch auf einen Anruf für ein höchstwahrscheinlich sehr cooles Projekt. Aber dazu wird noch nichts verraten. Dazu wird noch nichts verraten. Erst demnächst, wenn das wirklich alles safe ist. In trockenen Tüchern ist, ja. Genau. Und insofern was verraten dürfen. Ja, genau. Insofern wir dürfen. Ja. Richtig, das ist, noch die andere ist nicht geklärt. Genau, und dann werden wir die Schnubbis packen und dann geht's zum Grillen nach St. Augustin zu meinem Bruder. Yay. Freue mich drauf. Ja. Also kocht was Gutes. Also ihr seht das jetzt nicht, aber ne, ich soll weiß. Hoffentlich grillt er was Gutes, ja. Aber macht er so. Schon. Macht er schon. Auf jeden Fall mega wohl. Ja, schöne Couch, ne? Ja. Total vergessen. Das Gegrillte zu filmen. Wir hatten zu viel Hunger. Ja, es war zu gut. War zu lecker. Wir sind so schlecht. Wir filmen einfach nur noch Labersequenzen. Einen nach dem anderen. Wir wollten euch eigentlich die Nase lang machen mit einem leckeren, was haben wir hier essen? Nackensteak und Hähnchenschenkel. Und dazu Salat, Gemüse, Kartoffeln, selbstgemachte Kräuterbutter. Und, es gibt keine Beweise mehr. Wir haben alles vernichtet, aber ja, Eis gibt es nicht. Das jetzt finden wir gleich. Ja, jetzt warten wir noch drauf, dass hier der Brüderchen von ihr uns Spaghetti-Eis holen geht. Ja, bewegst du dich mal für Spaghetti-Eis? Wenn ihr den Blick jetzt sehen könntet. Okay, wir müssen das ausdiskutieren. So, hier der Beweis, es wird nicht nur geredet, sondern es gibt wirklich Eis. Wirklich. Und was für eine Portion, ey, geil. Hallöchen. Hallöchen, wir sind in der City unterwegs. Genau, wir sind in der Stadt. Wir müssen noch ein paar Sachen besorgen, weil wir morgen nach Berlin fliegen, kurzfristig. Ja. Warum? Naja, das kommt ein andermal. Genau. Und jetzt kommen wir erstmal ein Fischbrötchen zur Stärkung. Yes. Einen wunderschönen guten Abend. Es ist inzwischen, wie viel Uhr haben wir? 10 vor 9. Wir sind wieder zurück aus der Stadt, haben alles erledigt. Viel geshoppt. Ja, kurz ein bisschen Shopping. So muss es sein. Ja. Und wir haben uns überlegt, also wir hätten noch ein bisschen vloggen sollen zwischendurch, wir sind aber so schlecht, wir vergessen das irgendwie. Wir vergessen es immer noch. Aber hey, wir sind, glaube ich, also wir sind auf dem Weg. Wir wollten uns aber auch bessern, nicht nur jetzt hier zu vloggen, sondern auch viel mehr, komme ich hier mal auf, ich sitze irgendwie so tief da, so viel besser. So ist viel besser. Guck mal, da Haare muss man noch schön machen, so. Ne, für euch da draußen, ne, so besser. Ne? So, und dann haben wir uns gedacht, jetzt wollen wir ein bisschen sportlicher wieder werden. Ne? Und dann sage ich sportlich, Klammer auf, Klammer zu. Sorry, Schatz, hab ich gerade verhauen. Ist okay. Und dachten wir, da gehen wir ganz schön hier gemütlich zu Fuß wieder zurück bis zum Hauptbahnhof. Und da gucken wir raus und es hat geregnet. Boah, das ist richtig was runtergekommen. Sau. Ja, es ist so übertrieben. Da dachten wir einfach, ja. Ach komm, wir stehen gerade vor der 18 hier. Nehmen wir die bis nach Hause. Sind wir Bahn gefahren. Und die 18 fuhr nicht bis nach Istanbul, sondern nur bis nach Hause. Also war das okay. Ja, genau. Und an der Stelle würden wir jetzt den Vlog eigentlich ganz gerne beenden, denn ja. Der Abend wird jetzt auch zügig beendet, hoffentlich, weil um 4 Uhr klingelt der Wecker für den Flug nach Berlin. Wir nehmen euch mit. Wir nehmen euch mal mit. Wir wissen noch nicht genau, ob wir es zeigen und veröffentlichen und dürfen. Das wird sich dann herausstellen, einfach im nächsten Vlog. Also ihr könnt sehr gespannt sein, weil vielleicht erfahrt ihr etwas mega Cooles im nächsten Vlog. Also was wirklich richtig Cooles. Ja. Aber das wissen wir halt erst, wenn wir morgen in Berlin waren. Aber wir werden es mal mitvloggen und dann schauen wir mal, was passiert. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuschauen. Nicht vergessen, dem Video gerne einen Daumen nach oben zu geben und den Kanal zu abonnieren. Und es ist versprochen, wir werden uns bessern. Wir versuchen jetzt wirklich von Woche zu Woche einen Vlog zu machen. Ja, ist schon wieder lange her jetzt. Ja, es ist zwar schon wieder zu lange her, aber ja, wir versuchen besser zu werden. Also, ne, man hat sich stets bemüht und so. Ihr kennt das ja. Gut, hör auf zu labern. Hör auf zu labern, es wird nicht besser. Bis dann, ciao.